Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine knusprigen Hähnchenschenkel vorstellen und die mache ich mal im Airfryer. Und ich schwöre euch, die sind besser als bei KFC. Super crispy, super lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit, was ich für die knusprigen Hähnchenschenkel brauche. Wir brauchen natürlich Hühnerschenkel, Hähnchenschenkel mit Rückenteil, Buttermilch, Mehl, Stärke, ein Ei. Und jetzt kommt die Gewürzmischung, die geheime: Thymian, Basilikum, Oregano, Knoblauchpulver, weißen Pfeffer, schwarzen Pfeffer, Ingwerpulver, Senfpulver, Selleriesalz und ein bisschen Paprika. Dann können wir auch schon loslegen. Ja, ich fange mal zunächst an, die geheime Gewürzmischung hier zusammenzurühren, zusammenzustellen. Das sind so die Gewürze, die man im Netz findet, wenn man nach KFC Gewürzmischung guckt. Wichtig ist wohl das Selleriesalz. Das hat, glaube ich, nicht jeder. Und wenn wir alles hier zusammengetan haben, dann heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Außerdem gebe ich jetzt die Stärke zum Mehl und dann gebe ich die Hälfte der Gewürze hier zu der Mehl-Stärke-Mischung. Die andere Hälfte, die heben wir erstmal auf. Und wenn ich das hier zusammengebracht habe, dann heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Und wenn ich es gemischt habe, dann geht es auch sofort weiter. Buttermilch, das Geheimnis von zartem Fleisch, nicht nur Hühnchen bei KFC, sondern auch bei Geflügel allgemein, immer schön. Ich gebe in die Buttermilch jetzt noch ein Ei und jetzt die Restegewürze der geheimen Gewürzmischung. Das Ganze kommt jetzt zusammen und ihr wisst es schon, mischen, 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 bis wir alles gut verteilt haben, das Ei sich verteilt hat. Ja, und jetzt teile ich hier meine Hühnerschenkel. Wenn ihr so ein bisschen fühlt mit dem Finger, dann geht das normalerweise ganz gut. Scharfes Messer und dann könnt ihr genau im Gelenk teilen. Habt so zwei ungefähr gleich große Teile. Das machen wir hier mit beiden Hähnchenschenkeln. Und wenn ich die beiden Hähnchenschenkel geteilt habe, geht es auch sofort weiter. Jetzt gebe ich meine Hühnchenteile hier, die vier, in eine Box, in der ich hier auch schon die Buttermilchmischung angerührt habe. Und dann lasse ich meine Hähnchenteile so 2 bis 3 Stunden, das ist so ein guter Zeitraum, 2 bis 3 Stunden marinieren. Und wenn die Hühnchenteile hier mariniert sind, dann geht's weiter. Fertig, 2 Stunden später. Ich nehme jetzt hier eine große, hohe Box, die nicht so flach ist, und gebe jetzt da meine Stärke-Mehl-Gewürzmischung rein. Denn wir werden jetzt gleich die Hähnchenteile darin panieren. Und damit ihr euch nicht so die Arbeitsplatte und die Küche einsaut, ist es immer ganz praktisch, wenn man so eine etwas höhere Box nimmt, dann kann man das so ein bisschen schütteln. Dann erspart man sich, so wie früher, so kenne ich das von früher, auf dem Teller, dass man das Mehl runterschiebt und hinterher die ganze Küche wieder dreckig ist. Also nehmt eine etwas höhere Box, ihr könnt die auch zumachen und dann so ein bisschen schütteln. Und dann seht ihr zu, dass die Panade hier, die Mehlstärke-Mischung mit den Gewürzen, gut an den Hähnchenteilen haftet. Und das macht ihr jetzt natürlich mit allen Hähnchenteilen, solange bis ihr die Panade verbraucht habt. Wenn ihr noch was überhaupt, kein Problem, dann gebt ihr die Panade oben drüber, drückt die noch so ein bisschen an. Also Hauptsache, alle Teile sind gut bedeckt. Jetzt geht's an den Ninja oder bei euch an die Heißluftfritteuse. Ich nehme jetzt hier den Airfryer-Korb raus, den benutze ich nämlich nicht. Ich benutze hier den Grilleinsatz, auf dem ich auch die Hähnchenteile schon hier geparkt habe. Ich habe mir mal gekauft so Backpapier für meinen Ninja, so ein eckig, das gibt es auch in rund. Das ist echt ganz praktisch, weil es so ein bisschen den Boden schützt und man sich gerade so beim Braten nicht so den Boden einsaut. Geht ein bisschen leichter sauber zu machen. Und jetzt setze ich in das kalte Gerät hier meinen Gittereinsatz mit den Hühnchenteilen, den ich übrigens hätte vorher einsprühen sollen. Ich gebe euch das als Tipp, ich habe es vergessen, da klebt nachher so ein bisschen die Panade leider dran. Sprüht also auch erstmal den Gittereinsatz vorher ein, wenn ihr schlau seid, macht es nicht so wie ich. Und dann besprühe ich hier meine Hähnchenteile mit Öl, nehmt was Hocherhitzbares, also nicht etwa Olivenöl oder so, was Neutrales, ein neutrales Pflanzenöl. Und dann geht es auch schon weiter. Ich habe jetzt hier meinen Ninja kalt gelassen, ich heiz den vor. Muss ich hier bei dem machen. Ich stelle den ein auf Airfry, also Heißluft. Und 190 Grad, 30 Minuten, das ist eine gute Zeit. Müsste bei euch auch passen, sollte ungefähr hinhauen. Und dann geht's los. Ja, ungefähr nach 25, 20 Minuten gucke ich mal rein, wie es denn so aussieht. Und dann nehme ich immer so ein Einstechthermometer. Und ihr seht hier, das zeigt bei mir jetzt noch
72 Grad, das Ganze nach 25 Minuten, 20 Minuten, das ist zu wenig. Also Geflügel sollte so 85, 80, 85 Grad haben. Also einmal drehen. Na, ihr seht jetzt, bei mir ist leider so die Panade so ein bisschen hier angeklebt an dem Rost. Das ist schade, aber tut dem Geschmack ansonsten keinen Abbruch. Jetzt habe ich gedreht einmal und besprühe auch die andere Seite mit Öl. Und dann machen wir wieder zu und garen unsere knusprigen Hähnchenteile zu Ende. Und wenn ich jetzt Thermometer reinhalte, dann seht ihr, dann habe ich 82, 83 Grad. Das ist genau die richtige Temperatur, also bis 85 so. Da bleibt alles saftig, aber es ist eben durch. Und da können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. So, ich habe mal die Klappe gehalten. Wie ihr gehört habt, ist das super crispy geworden. Echt total kross. Genauso soll es sein. Und trotzdem, seht ihr jetzt hier, ist das Fleisch, eben auch durch die Panade natürlich, innen drin noch super duper saftig. Es hat schön den Geschmack angenommen. Ja, von daher gibt es nicht viel zu sagen. Besser als bei KFC. Ich mache mir die immer selber. Ich fahre da nicht mehr hin, obwohl ich das gerne esse. Also meine knusprigen Hähnchenschenkel hier im Airfryer, im Ninja Foodie Grill haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.